Ja, liebe Pilzfreunde, was vergisst man, wenn man nur Pilz im Kopf hat? Dann vergisst man auch mal, das Intro zu drehen. Das machen wir nämlich eigentlich gerne auch mal am Ende, damit wir euch dann im Vorfeld am Anfang des Videos schon sagen können, wie unsere Tour ungefähr war und ob ihr euch auf unsere Funde schon freuen könnt oder ob es eine Überraschung gibt oder was auch immer. Ja, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu unserem Pilzvideo. Wir waren heute im Sauerland unterwegs, waren erst ein bisschen enttäuscht, weil es nicht wirklich nach großartig viel Pilzen aussah. Aber dann können wir euch schon sagen, Steinpilze! Ja, und jetzt bin ich hier gerade noch klamm und heimlich an einem anderen Ort zu Hause, quasi fast vor der Haustür, wo ich die Tage schon geerntet habe und wollte gucken, ob nochmal was nachgekommen ist. Und das war eine sehr gute Idee, denn ich habe hier noch 4, 5 wunderschöne Steinis gefunden. So, nun wünschen wir euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ihr könnt euch freuen. Bei der Macht von Grayskull! Okay, reicht. So Leute, schaut mal, wo wir sind. Willkommen im Sauerland. Den Spot kennt ihr schon. So. Wir sind gerade im Fichtenwald und ja, bis jetzt noch sehr ernüchternd. Schau mal hier. Falscher Pfifferling, ne? Yep. Man sieht, er hat keine Leisten. Da sind nicht fest verwachsen. Drückt uns die Daumen. Ich glaube, wir sind jetzt mal raus aus den Fichten und ja, haben hier nebenan direkt Laubwald. Ihr kennt den Wald ja schon aus unserer Sauerlandtour vom letzten Jahr. Und ja, da war irgendwie nicht viel los. Mal schauen, was da jetzt noch so kommt. Wir haben natürlich hier 1, 2 Stellen, wo wir schon ordentlich Steinpilze gesammelt haben. Die klappern wir ab und nehmen euch natürlich mit. Weiterhin viel Spaß. So Leute, jetzt guckt euch mal an, wie schön das hier ist. Gut, das kommt vielleicht jetzt auf dem Video nicht so rüber, aber es sieht extrem cool aus. Vor allen Dingen da vorne ist so eine coole Lichtung. Ja, drückt uns die Daumen. So Leute, wir haben unseren nächsten Pilzfund. Riesengroße Flaschenstäublinge, extrem fest noch. Also ich habe noch nie gesehen, dass sie so groß sind und dann auch noch so fest. Aber die dürfen stehen bleiben, ist ja ein Bovis, der Flaschenstäubling. Und man weiß ja, wenn man mal hier schaut, jetzt schon was rumgenagt, man weiß ja, dass Bovissen, die rein weiß sind, essbar sind. Ne? Deswegen, die nehmen wir aber jetzt nicht mit, weil wir sind noch am Anfang unserer Tour. Und wenn wir die mit den anderen Pilzen zusammenpacken, die verlieren immer ihre ganzen Stoppeln und das versaut alles. Ja, schöner Fund. So, nachdem wir gerade den angefressenen Fliegenpuls gefunden haben, haben wir hier noch 2 richtig, richtig wunderschöne. Wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Spot. Der erste, der war nicht wirklich ergiebig, bis auf die paar Stäublinge und ja, Fliegenpilz habt ihr ja gesehen. Haben wir noch nicht großartig was gefunden. Am Anfang haben wir ein paar Birkenpilze gesehen. Die sammeln wir aber erst ganz am Ende ein, weil jeder weiß ja, der Birkenpilz, der vergeht relativ schnell und wird dann so schnell matschig und so. Deswegen sammeln wir die ganz zum Schluss ein. Ja. Franziska, aka Franziskus, ist schon am Spähen. Sie ist der Späher, sie geht immer voraus. Und drückt uns die Daumen. Wir hören uns dann beim nächsten Pilzfund. Schaut mal, jetzt haben wir was Interessantes gefunden. Naja, wirklich interessant jetzt nicht, aber halt sehr groß. Den falschen Pfifferling mal wieder. Der steht hier überall rum und er ist halt extrem riesig. Ne? Der hat halt keine Leisten. Man sieht, er hat ja Lamellen. Ne? Aber es ist ein wunderschöner Pilz. Jetzt schaut mal,
Wir haben hier eine kleine Fichte. Und was steht hier? Ein wunderbarer Fichtenreizger. Den holen wir jetzt mal raus. Fichtenreizger. Oh, wunderschön. Gut zu erkennen, auch an der Grünfärbung oben auf dem Hut. Wir verwenden eigentlich nur die Kappe und wecken die ein. Das haben wir nämlich bei Snowcree im Video gesehen. Der hat das gemacht und das werden wir damit ausprobieren. Jo. Damit ihr einmal seht, wie viel das ist, schaut mal. Ich gehe mal mit euch jetzt den Weg entlang. Da stehen auch welche. Die sind alle super frisch. Auch hier. Guckt euch mal den an. Den muss ich mal ganz kurz rausholen. Seht ihr das, wie wunderschön er ist? Oh. Wie wunderschön er ist. So sind die am besten. Und hier ist halt alles voll. Alles. Nice. Ja, und so sieht das hier aus. Direkt am Wegesrand. Franziskus seht ihr jetzt nicht, die steht hinter mir, aber ihr könnt Einstein sehen. Einstein, sag mal hallo. Meter weiter haben wir jetzt auch direkt den nächsten Fund gemacht. Hier kommen die ersten kleinen Hallimasch raus. Die lassen wir jetzt aber stehen. Trotzdem auf jeden Fall ein schöner Fund. Ja, wir hatten heute schon zweimal einen Fliegenpilz, aber ich wollte euch diesen wunderschönen Jungen zeigen. Schaut mal. Schaut mal, wie hübsch er ist. Sieht man das? Schön. Immer wieder toll anzusehen. Ein paar Meter weiter haben wir jetzt hier den Mehlrösling. Also wir vermuten zumindest, dass er es ist. Ich hole mal einen raus. Falls das nicht ist, korrigiert uns in den Kommentaren. Ja, jetzt suchen wir natürlich den Steinpilz. Irgendwo hier. Drückt uns die Daumen. Bis zum nächsten Fund. Nachdem wir jetzt gerade die Mehlrösslinge gefunden haben und Franzi, also da standen die Mehlrösslinge und da ist Franzi jetzt, hat sie mich gerufen und meinte, Steinpilz. Und ja, wir gehen jetzt mal dahin. Zeig mal deinen wunderschönen Steinpilz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist krass. Ja. Moment kurz, ich muss noch mal einmal. Hat doch funktioniert. Schaut mal, wie wunderschön er ist. Wahnsinn. Stelle natürlich wieder verschließen, kennt das Ganze. Und jetzt auch noch mal, um das mal aus dem Weg zu räumen. Ob abschneiden oder rausdrehen, das macht dem Mehl gar nichts. Wir drehen ihn in der Regel raus, weil, wenn man jetzt mal guckt, man hat im Prinzip nur das gesehen, den oberen Teil, und das alles hier unten ist ja auch noch Pilz. Das heißt, wenn man jetzt abgeschnitten hätte, hätte man das alles verschwendet. Deswegen unsere Empfehlung, rausdrehen, Stelle zumachen. Ja, wunderschöner Fund. Wir sehen uns dann beim nächsten. Wir wollten jetzt einmal ganz kurz was anfügen. Wir haben ja vorhin die Mehlrösslinge gefunden und den Fliegenpilz und im Anschluss direkt den Steinpilz. Also es trifft schon zu in den meisten Fällen, ne? Dass das ein Indikator dafür ist, dass da Steinpilze wachsen. Aber einer reicht uns nicht, deswegen drückt uns die Daumen, dass wir noch mehr finden. Jetzt haben wir hier drei Lärchen. Hier ist ein bisschen dunkel, ich hoffe, man kann das erkennen. Da, da und da. Und haben hier direkt auch zwei ältere Goldröhrlinge stehen. Ja. Lassen wir stehen. Dennoch ein schöner Fund. Jetzt haben wir schon direkt das nächste erspäht. Und jetzt schaut euch das mal an. Seht ihr das?
halt schon sehr, sehr alt. Aber wir haben hier überall riesengroße Goldröhrlinge. Ich meine, die bleiben dieses Jahr sowieso stehen für uns. Aber es ist dennoch ein wunderschöner Fund. Ich zeige euch das mal von weitem. Krass. Flaschenbovisten hatten wir heute schon, aber ich will euch das einmal zeigen, wie riesig sie sind. Ich hole jetzt einen raus. Oh mein Gott, jetzt ist er abgerissen und den nehmen wir dann auch mit. Schaut euch mal an, wie groß er ist. Ist das cool? Sehr schön, ne? Jetzt mal eine Aufgabe für euch. Und zwar haben wir hier einen Pilz gefunden. Wir wissen natürlich, was für ein Pilz das ist. Ich hole ihn mal raus. Schaut ihn euch mal an. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Fokus. Fokus, ja. Und dieser Pilz riecht stark nach Anis. Also, was für ein Pilz ist es? Hier. Und dort. Schreibt es mal in die Kommentare. Dann schaut mal hier. Hier kommen die ersten Täublinge. Sieht man sie? Schön klein noch. Sehr schön. So, ich bin ein bisschen außer Atem. Bin hier wie so ein Dulli durch den Wald gerannt. Und ihr kennt die Stelle, wo wir jetzt hingehen. Hier an dem Holzstapel gehen wir jetzt hier in die Fichten rein. Das ist unsere geheime Steinpilzstelle. Drückt die Daumen. Ich sehe schon was. Echt jetzt? Ja. Soll ich einfach laufen lassen? Komm, wir lassen einfach laufen. Das war was anderes oder irgendwas. Wo denn? Wo sehe ich, gell? Also ich hab's noch nicht erspäht. Dann gehen wir weiter. Hä? Nicht blind? Ja, ich sehe sogar ganz viel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst. Schatz, du bist am besten schon vorbei. Oh mein Gott. Und am zweiten und am dritten und am vierten. Schaut euch das an. Okay. Der ist schon ein bisschen überständig, obwohl der vom Stamm her noch sehr gut aussieht. Wo ist der andere? So, hier sind ganz viele, die sind aber alle schon um, glaube ich. Aber guck dir das an. Schaut mal hier. Das ist Steinpilzwahnsinn. Da darf man ruhig, und guck mal, hier haben wir auch schön, ich weiß nicht, das müsste Goldschimmel sein, oder? Ja. Schaut euch das mal an. Wow! Und schaut euch mal diesen Opi an. Also der Hut ist so groß. Und guckt euch mal das an. Da hinten, da gehe ich jetzt mal mit euch hin. Seht ihr ihn? Sorry, ich bin gerade extrem aufgeregt. Wir sind noch nicht mal drinne in unserer legendären Steinpilzstelle. Jetzt gucken wir uns mal gemeinsam an, ob der noch was ist. Die anderen sind alle so ein bisschen überständig. Schwamm ist noch relativ feste. Ich hole ihn mal raus. Ja, sieht gut aus. Mann, sieht gut aus. Zum Trocknen ist er noch top. Den nehmen wir mit. Stelle wieder verschließen. Perfekt. Hast du was Tolles gefunden? Also den würde ich schon mitnehmen, den ich hier habe. Ja. Zumindest zum Trocknen, der ist noch relativ schön. Ich meine, ist schon grenzwertig, aber man kann sie in dem Zustand auf jeden Fall noch mitnehmen. Bitte schön. Ja. So, dann mache ich die Kamera jetzt mal aus. Okay, schauen wir weiter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Fund, aber das gönne ich euch dann mal. Guck mal hier. Hier. Da oben, der ist halt riesig, ne? Schaut euch das mal an. Und ich habe eine riesen Hand. Wow. Bis zum nächsten. Jetzt stehen wir hier an der Stelle und philosophieren gerade, ob das auch Lacktrichterlinge sind. Also violette Lacktrichterlinge. Aber die sind ja braun, wie ihr seht. Und während wir so am Quatschen sind, steht der Kollege hier.
Aber da ist natürlich nichts mehr. Er ist überständig. Hier sieht man, er federt nicht mehr. Dennoch schön. Und da hinten wird fleißig Holz gesägt. Bald haben wir keinen Fichtenwald mehr. Schaut euch jetzt mal das an. Schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? Und hier, schaut mal, da kommt ein ganz, ganz junger. Wow. Ein Meter weiter haben wir den ersten Steinpilz, also nicht den ersten, den zweiten Steinpilz hier. Ja, und hier stehen wahrscheinlich noch mehr. Den holen wir jetzt auch mal gemeinsam raus. Und wichtig, immer versuchen rauszudrehen. Schaut ihn euch an. Franzi holt schon den nächsten raus. Stelle verschließen. Oh, der ist aber ein kleiner kräftiger, ne? Guckt euch das mal an, wie süß er ist. Sehr schön. Wunderbar. So, ich bin gespannt. Steht bestimmt alles voll. Hier ist der nächste wunderschöne Pilz. Schaut mal. Knackig. Und den holen wir jetzt raus. Wenn es geht, von ganz unten, darf man sich auch ruhig mal ein bisschen die Hände dreckig machen. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Wow. Legen wir mal auf Seite. Stelle verschließen. Kennen wir ja schon. Und jetzt schaut euch das an. Wahnsinn. Leute, ihr wolltet Steinpilzwahnsinn? Jetzt kriegt ihr Steinpilzwahnsinn. Schön verschließen. Jetzt schaut mal hier. Steinpilz. Oh, was ist denn mit ihm? Schaut euch ihn an. Oh, er rollt weg. Schaut ihn euch an. So, die Stelle verschließen wir jetzt aber mal mit einem Stein. Schaut euch das an. Und jetzt guckt euch das an. So eine Gruppe habe ich noch nie gefunden. Noch nie. Haben wir schon mal so eine Gruppe gefunden, die so top aussieht? Einer frischer wie der andere. Schaut mal. Schaut euch das an. Schaut mal. Kann man hier einfach sammeln. Zack. Und hier ist der nächste. Das ist genau das, was wir wollen. Und ihr wisst genau, wovon wir sprechen. Dieses Gefühl, wenn man einfach so eine wunderschöne Gruppe sieht. Wow. Schaut euch das mal an. Franzi ist fleißig am Saubermachen. Pilzreste am besten immer im Wald lassen, ne? Macht Sinn. Und man hat weniger Schnibbelarbeit daheim. Und weniger Dreck im Beutel. Aber schaut euch das an. Das ist Wahnsinn. Franzi hat den nächsten gefunden. Nachdem ich gerade diese wunderschöne, sagen, nennen wir es mal Traube, gefunden habe. Hier ist er. Schaut mal. Er ist sogar so ganz leicht bereift. Das gibt es natürlich auch. Schau mal, wie hübsch er ist. Bitteschön. So, neben den ganzen Steinpilzen, jetzt mal hier Schwefelköpfe. Die stehen hier so wunderschön. Schick, schick. Damit ihr einmal seht, wie das hier aussieht. Und wie eng das hier ist. Mal eine Frage an euch. Habt ihr schon Stinkmorcheln gesehen dieses Jahr? Und ja, damit verbunden Hexeneier? Weil wir suchen die ganze Zeit Hexeneier, aber finden keine. Und wie hätte es auch anders sein sollen? Wir haben die nächste Gruppe Steinpilze. Machen wir erstmal den Kollegen hier raus. Nummer 1.
Dann haben wir einen Kollegen hier, relativ klein. Aber wir wissen ja, wenn sie so klein sind, werden sie eh nie so riesig wie der Riesensteinpilz am Anfang des Videos. Denn die Größe ist ja schon vorher bestimmt. Dann haben wir hier noch einen. Deswegen, also die schaffen es eh nicht. Kann man bedenkenlos mitnehmen. So, dann haben wir hier noch einen. So und so. Ich glaube, ich habe sie alle gesehen. Ja, sehr schön. Weiter geht's. So, Franzi hat mich gerade gerufen. Sie sagt, sie hat Steinpilze gefunden, nachdem ich ihr gerade gesagt habe, dass sie ein bisschen hinterherhängt, was Pilze finden angeht. Gucken wir uns jetzt mal an, was sie da gefunden hat. Servus. Ich hab das gehört. Hast du gehört? Ja. Oh wow, die sind ja riesig. Du kriegst keinen einzigen ab. Was? Das ist aber wunderschön, ne? Schau mal, hier oben steht noch eine. Ja, ich weiß. Hast du den auch gefunden oder habe ich den jetzt gefunden? Nee, den habe ich gefunden. Ich habe gesagt, ich habe welche und nicht, ich habe einen. Okay. Argument, oder? Ja, das stimmt. Macht sie das nicht vorbildlich? Wenn sie nichts kann, das kann sie. Das war ein Spaß, das war ein Spaß. Und es werden immer weniger Pilze für dich. Perfekt. Yep. Bis zum nächsten Pilz. Und ich habe die nächsten Steinpilze gefunden. Ich habe die nächsten Steinpilze gefunden. Franzi hat die nächsten Steinpilze gefunden. Haben wir den Kollegen hier. Wunderschön. Dann haben wir hier noch einen. Oh, da ist mir die Kappe abgebrochen. Boah, der war aber tief drin. So. Machen wir natürlich schon wieder zu. Hier auch. Ganz vorbildlich. Jetzt haben wir hier noch einen stehen. Gucken wir uns aber mal an. Oh, der ist aber sehr, sehr klein. Komm, den lassen wir einfach da. Auch wenn er eh nicht viel größer wird. Aber so, den lassen wir einfach stehen. Sehr schön. Bis zum nächsten. Franzi hat jetzt einen sehr interessanten Steinpilz gefunden. Schaut mal, wie es aussieht. Kann man das erkennen? Das ist ja so richtig. Wie so abgeschält. Ich hol ihn mal raus. Der Hut, wie klein er ist. Witzig. Bitteschön. Danke. Ich muss das Loch mal hier zu machen. Das ist nämlich riesig. Oh mein Gott. Okay, Leute, jetzt. Ja, ich mach dann aus. Bis zum nächsten. Und mal wieder was anderes. Wir sind jetzt hier bei den Birken. Was habe ich da erspäht? Kommen wir mal raus. Einen wunderschönen frischen Birkenpilz. Hier schauen wir uns jetzt ein bisschen um bei den Birken und dann gucken wir mal, was wir da noch so finden. Ja, schöner Fund. Hier steht auch schon der nächste. Ist noch sehr feste. Zwar ein bisschen angefressen von der Schnecke, aber das ist ja komplett egal. Sehr schön. Okay, ich habe den nächsten gefunden. Ich sage explizit, ich habe den nächsten gefunden, aber Franzi ist dort vorn und sie hat auch einen gefunden. Ich hole ihn mal raus. Boah. Da ist er. Wunderschön, knackig und fest. Jetzt gehen wir mit diesem Steinpilz langsam, damit es nicht so verwackelt ist, nach Franziskus. Hallo. Hallo. Pilzkopf. So, langsam hier durch. Aua. So, jetzt gucken wir uns mal den Pilz an, den Franzi gefunden hat. Bist du bereit? Ja. Oh, wow. Okay. Sehr schön. Entschuldigung, Leute, dadurch, dass es so kalt ist, muss ich leider ab und zu ein komisches Geräusch machen, das hier.
tut mir leid. Schick. Bis zum nächsten Pilz. Und zur Abwechslung jetzt mal den Parasolpilz. Gut zu erkennen auch an dem beweglichen Ring und dem genatterten Stiel. Schöner Pilz. Also ich mag ihn nicht, aber Franzi isst ihn sehr, sehr gerne. Ich beginne den nächsten Part einfach mal mit wow. Wow, oh wow. Seht ihr das? Schaut mal. Wow, das ist sogar eine Gruppe. Ja, sieht gut aus. Ja, so sind sie noch gut. Mega. So, und wir sind jetzt an der Stelle vom Anfang und wollen uns mit dem alten Opa hier verabschieden. Die Ausbeute seht ihr jetzt gleich noch. Und natürlich mit dem alten Opa hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Abo da oder auch einen Daumen nach oben. Und ja, wir küssen eure Herzen. Okay Leute, und hier das Ergebnis von unserer Sauerlandtour. Wir bedanken uns schon mal fürs Zuschauen und freut euch auf das nächste Video. Die Reizger und so, die packen wir jetzt nicht aus. Da haben wir auch einige von mitgenommen. Bis dann!